Söhne gesucht 2009. 600 Bewerber. 40 Kandidaten. 14 Gewinner auf ihrem Weg ins Finale. Und die Söhne Mannheims hautnah. Jetzt aus dem Trafowerk Mannheim. Als Online-Serie. It's on. Hallo, vielleicht kennt ihr mich noch. Ich bin Fabio Gianni Preuß, bin 23 Jahre alt und nehme teil bei Söhne gesucht. Und ich habe das große Glück gehabt, ich habe mich gleich für zwei Personen qualifiziert. Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt, vor den Söhnen Mannheims singen zu dürfen und vor allem von den Söhnen Mannheims persönlich ausgewählt zu werden. Alter, das bist doch du, was ich hier höre, oder? Ich sitze hier gerade im Casting und mir wird gerade irgendwie da erzählt, hey, der Zick gerade am Start. Ja, aber ganz kurz mal, Leute, die man kennt. Aber es ist ein guter. Bei dem weiß ich alles Potenzial. Ich war noch nie so aufgeregt. Aber dir geht's gut. Es geht. Gut. Nicht so wirklich. Babylon-System hast du vorbereitet? Ja. Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch. Ich aufgeregt. Wie ein Ameisenhaufen. Gib alles. Dann lassen wir das Playback mal laufen. Mein Feind, hier ist jeder gemeint. Kommunisten, Nationalisten, Kapitalisten, Schweine sind ein Ende ein. Time after time. Es gibt ein Chaos zu verstehen und dann wird Gutes auch verstehen und man kann ohne Fotos. Leute, das ist schon jetzt voll peinlich, gell? Ja, aber das braucht ja nicht peinlich sein. Nee, überhaupt nicht. Erstens mal sind so viele Leute gar nicht hier. Es wäre noch schlimmer, wenn jetzt hier nochmal 5000 Leute stehen würde. Also von daher relax dich. Oder 20.000. Oder 20 oder 30. Das, was da war, klang ja schon mal ganz gut. Ja. Hey, unabhängig davon wäre ich schon wirklich froh, wenn er meine Stimme singen ja. würde. Das ist nicht böse gemeint. Nee, chill dich, relax dich, versuch's einfach nochmal. Jahre schon, doch jede Ära hat ihren Punkt. Hallo, es geht mir da. Denn die Tage sind. Ich komme nämlich in die Stimme, nein, Mann. Ja, ja. Weißt du, dass ich es kann? Ich hab's einmal gesehen. Naja, aber ich weiß, dass es kannst, eigentlich. Aber ich glaube, wir erlösen dich jetzt ein bisschen. Also, man merkt, du leidest sehr gerade, gell? Chill dich jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank, dass du mitmachst. Genau, alles cool. Kein Thema. Alles cool. Bis nachher, Zick. Und der Zick ist ja schon jemand, der, sag ich mal, so von der Attitude her so ein bisschen was von dem mitbringt, was man mit dir in Verbindung bringen könnte. Mhm. Aber da ist die Frage, wie der in der Berliner Waldbühne, scheiß ich mir ja schon die Hosen voll. Und wenn man dann da kannst du halt irgendwie sagen, fangen wir mal von vorne an. Ich denke mal, das ist jetzt bei den drei Jungs gar nicht so schwer. Die anderen beiden haben das gut gemacht, die waren textsicher. Der Fabio zum Schluss hat... Ja. Von der Attitude her, der ruckt ja uns hier schon. Oh, und deshalb müsste ich mich einfach gegen den Zick entscheiden, obwohl mir das sehr weh tut und sehr leid tut, aber es ist halt einfach so bei so einer Casting-Geschichte. Sollen wir sie reinrufen? Mhm. Lassen? Ja, bitte. Wir haben uns das natürlich jetzt freudig angeguckt und das hat natürlich auch sehr Spaß gemacht, euch zuzusehen. Genau, aber wenn man das jetzt einfach zusammenrechnet bei jedem und einfach auch fair die ganze Sache angeht, ja, muss ich mich oder haben wir uns dafür entschieden, dass wir den Zick nicht mitnehmen können. Das ist okay. Also ich hätte mich selber rausgekickt. Also ich bin gewohnt, was Besseres zu machen und ich habe nicht verstanden, warum ich so aufgeregt war. Ja, das war klar manchmal. Alle. Ich bin Armin, ein Bassist aus Wuppertal und ich freue mich sehr, euch im Folgenden ein bisschen was von mir zeigen zu können. Und ja, das ist der Platz, wo ich arbeite. Ich habe hier auch die Bassspur für das erste Video aufgenommen. Ich bin ja so ein Nachttyp, ne? Wenn ich dann morgens ins Bett gehe oder so und dann steht der Mickey auf, ne? Wegen Kinder und so, und morgens früh und dann werde ich mal geweckt von super fetten Drumbeats. Professionelles Video abgeliefert auf jeden Fall. Da denke ich immer auch 8, weil er sauber gespielt ist. Gut. Ja. Doch es kostet schon Mut, sich zu einer Stimme zu vereinen. Wer macht den ersten Schritt? Wir alle. Was nämlich beeindruckend ist, vor allem einen gebrochenen Finger zu spielen, ist halt leider nicht schlecht. Ja, der ist tatsächlich dann auch in mehr 8 Punkte dann eigentlich dran. Weiß wie viel tausende Jahre schon, doch jede Ära hat ihren.
nächste Nummer, was du spielen möchtest? Ich spiele eine Coverband, ich habe 66 Songs hier, da könnt ihr einen aussuchen, wenn ihr wollt, dann spiele ich. Oder ich mache ein Solo oder so einfach. So, weil irgendwie soll es ja irgendwie ich sein. Genau, deshalb solltest du das auch entscheiden am besten. Genau, entscheide du. Solo. Nee, Respekt, vielen Dank. Schön, dass du hier bist und wir sehen uns gleich wieder. Genau, vielen Dank. Okay, mein Name ist Rolf oder DJ Upset. Ich komme aus Gladbeck, bin 25 und werde heute Billy Davis vertreten. Viel Spaß dabei. Alles dabei. Der Flair, Kinders, Click, Transformed, Traumhaft. Traumhaft. Next! Okay, dass ich die 16 Takte durchgescratcht habe. Das war alles hervorragend. Super. Hast du Lust noch was zu machen, was dir so... Sehr gerne, ja. ...von der Leber springt? Also ich würde gerne noch ein bisschen für euch scratchen kurz und ein bisschen Beat-Juggling machen eventuell. Hervorragend. Ja? Du kommst mit allem zurecht, ist alles okay bei dir? Ist alles okay, ja. Beat-Juggling nennt sich das? Beat-Juggling nennt sich das, wenn man von der einen Platte auf die andere springt und sozusagen ein Beat konstruiert. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Das war ein tolles Stück. Also merkt den Gesichtsausdruck von Billy, so häufig siehst du den nicht wieder wahrscheinlich. Okay. Ist das richtig. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Wir sehen uns gleich zur Besprechung nochmal. Alles klar. Okay, Dank. Danke. Ciao. Ja, also bei mir gab es zwar 5 Kandidaten, die sich beworben haben insgesamt. Das fand ich auch super und nochmal ein Dankeschön. Habe mich aber schon im Vorfeld, da es halt eigentlich nur 5 Kandidaten waren, schon recht früh für meinen Counterfeit-Part entschieden. Und das war der DJ Upset aus Gladbeck. Wie gesagt, die anderen waren toll, aber ich musste mir auch so ein paar Kriterien setzen. Und dann denke ich, war es das Fairste, nur den DJ Upset einzuladen, weil er doch so ziemlich alles erfüllt hat, was ich wollte. So, wie fandest du das selbst jetzt? Ich habe ein ganz gutes Gefühl, also es hat Spaß gemacht, so ich war am Anfang aufgeregter als vorher. Ja. Das dir ist ja schon aufgefallen, dass hier keiner mehr ist. Wir kamen zu dem Entschluss, dass du eigentlich jetzt momentan der Einzige bist, den ich auch angucke. Und hast auch richtige Kombinationen gemacht, ganz gut einfach. Und dadurch... Lass mal halt sagen, bevor wir die anderen auch verheizen, mal schon hier nochmal eine unnötige Story machen, bist du derjenige, der mich vertritt. Cool. Ja, super, ich freue mich. Ja? Dank euch. Nichts zu sagen, bis Mittwoch. Ciao. Bis Mittwoch. Ciao. You slaughtered them. I'm sorry, somebody's got to do it. But, well, it was a tough call. It really was.